Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GamesTV24 Daily. Und los geht es mit neuen Spielen, die auf dem Markt sind. Ja, da gibt es eine ganze Menge heute, deshalb dachten wir, wir geben mal eine kurze Übersicht, beziehungsweise teilweise schon gestern so nachmittags erschienen, aber Final Fantasy XIV A Realm Reborn bekommt die erste große Erweiterung, Heavensward nämlich, ja unter anderem mit Flugmounts jetzt und vielen weiteren Inhalten, neuen Regionen oder einer großen neuen Region, gibt es für PC und die PlayStation-Systeme. Und eine riesige neue Region. Apropos PlayStation. Ja. Da kommt nämlich auch Planetside 2 erscheint jetzt auch für die PlayStation 4. Also alle, die das damals verpasst haben, die können jetzt zugreifen. Denn jetzt kann man dieses Spiel mit, was weiß ich, 1824 gegen 1824 Leuten. Mindestens auf einer Karte kann man das spielen. Nein, ganz so viel ist es nicht. Aber probiert es euch einfach mal aus. Ja, lief schon eine ganze Weile in der Beta ja für die PlayStation, aber jetzt offiziell gestartet. Adventure-Freunde, die freuen sich auch, denn da kommt auch was Neues. Eine neue Episode von einer Telltale-Game-Reihe. Ja, wobei sich da Adventure-Freunde freuen, weiß ich. Also Freunde von Telltale-Spielen. Das ist ja stimmt, eigentlich so ein interaktiven eigenes Genre. Eigentlich schon, ja. Tales from the Borderlands hat die dritte Episode jetzt bekommen. Ja. Die ist da. Die soll wohl auch ganz spannend sein, weil je nachdem, wie man eine zentrale Entscheidung in Episode 2 spielt, spielt sich Episode 3 wohl extrem anders. Also das sind wohl mehr oder weniger zwei Spiele in einem. Klingt ganz cool, soll auch bisher die beste sein, was mich persönlich sehr freut, denn Tales from the Borderlands halte ich für die beste Telltale-Reihe bisher. Das sind große Worte, denn es gibt viele gute Telltale-Spiele. Ja, aber Borderlands ist tatsächlich, was bei Spielen ja meistens nicht so richtig funktioniert. Ich werde jetzt nur kurz off-topic, wir kommen gleich wieder auf den. Es ist einfach lustig. Ja. Also was Spielen so wirklich lustig sein gelingt, Spielen ja eher selten. So Situationskomik, Slapstick-Comedy funktioniert ja meistens nicht so richtig gut. Borderlands ist, glaube ich, das erste Spiel, in dem ich sehr lange mal lachen musste, einfach so. Also wer das bis jetzt noch ausgelassen hat, weil er oder sie dachte, Telltale-Spiele, na, irgendwie so ein bisschen, irgendwie immer gleich. Also wenn man was Lustiges sucht, Tales from the Borderlands, kann ich nur empfehlen. Ja, wenn man jetzt auch Situationskomik, nein, lassen wir das. Ja, jetzt bin ich fast, habe ich den Faden verloren, aber da ist er wieder. Ich habe ihn wieder gegriffen und zwar Devil May Cry 4 Special Edition. Ist auch erschienen, also wer das verpasst hat, der kann sich jetzt die Special Edition holen. Und zwar für alle Systeme unter der Sonne. Ja, unter anderem mit mehr spielbaren Charakteren. Ja. Also mehr richtig. Devil May Cry. Ja, Batman Arkham Knight, unser Patient der Zeit. Wir haben es ja schon in den letzten Tagen gesagt, da gab es ja diverse Dramen um die Veröffentlichung des neuen Batman-Spiels. Das ging los mit den kaputten Collectors Editions, Limited Editions. Ja, jetzt geht es eigentlich um die kaputte PC-Version. Zumindest für einige User ist sie ziemlich kaputt. Ja, wir haben es ja gestern schon angesprochen. Auf Steam geht das Nutzerrezensionsniveau, glaube ich, auch immer noch steil nach unten. Wobei man sagen muss, es gibt auch diverse Berichte von Spielern, die sagen, also bei mir läuft das eigentlich ganz okay. Wir haben es auch gestern hier auf unserem Video-Anspielrechner. Da habe ich jetzt auch keine großen Probleme gesehen. Beziehungsweise, als der neuere Nvidia-Treiber noch nicht drauf war, hat es geruckelt. Mit dem Treiber sah es dann eigentlich ganz okay aus. Also, wobei man auch sagen muss, auch dann kommt es teilweise noch zu Slowdowns, die man nicht so ganz versteht. Also, wo die Framerate ein bisschen runtergeht, aber nicht auf ein unspielbares Niveau. Also, die Erfahrung, die man mit dieser PC-Umsetzung hat, die unterscheidet sich, glaube ich, drastisch von Systemen und Spieler. Also, da kann man Glück haben, da kann man auch Pech haben. Ja. Also es hängt wohl auch viel mit Videospeicher zu tun, wie du schon hat es wohl viel zu tun, wie du schon sagtest, auch mit dem Treiberstatus und so weiter. Jedenfalls haben sich die Entwickler von Rocksteady jetzt dazu geäußert. Alles andere wäre auch nicht gut gewesen, wenn man das jetzt hätte ausgesessen. Ja, wobei kurioserweise das ja die einen in dieser Kette sind, die mit der PC-Version wahrscheinlich am wenigsten zu tun haben. Richtig, denn die geht aufs Konto vom Publisher Warner bzw. von Iron Galaxy. Auch ein Studio, das wohl dann maßgeblich sozusagen den Port übernimmt auf die PC-Version. Und die sollen jetzt emsig daran werkeln, dass diese Probleme in Zukunft der Vergangenheit angehören. Der Entwickler Rocksteady unterstützt sie dabei. Und was mache ich denn jetzt als Käufer, wenn ich jetzt sage, das sind jetzt Versprechungen, vielleicht passiert da was, vielleicht auch nicht. Und jetzt habe ich mir die Steam-Version gezogen, was kann ich denn da jetzt machen? Also ich glaube, der beste Ratschlag insgesamt für PC-Käufer ist abwarten.
Also es wird sich wahrscheinlich, es gibt ja Szenen im Spiel auch, die gut laufen und gut aussehen. Ja. Also man hofft, dass sich das mit Patches wohl relativ schnell in den Griff kriegen lässt. Es gibt aber einen offiziellen Beitrag im Forum, wo eben so ein paar Hinweise gegeben werden. Der wichtige für Steam-Käufer, der da auch drin steht, ist halt, wer es auf Steam gekauft hat und unzufrieden ist, der soll eben Gebrauch vom Rückgaberecht machen. Genau dafür ist die Funktion ja da. Das hilft aber natürlich auch nur, wenn man es direkt bei Steam gekauft hat. Wenn man zum Beispiel über irgendwelche Dritthändler Codes gekauft hat, funktioniert das, glaube ich, zum Beispiel nicht. Aber dann hat man halt Pech gehabt. Genau. Ansonsten gibt es da auch, das wird auch im Laufe des Tages noch erweitert, eine Reihe von, ja, je nachdem wie stark das eigene System ist, wie man da innerhalb des Spektrums der Hardware-Herausforderungen liegt, so ein paar Konfigurationstipps. Also hey, wenn du dieses System hast, dann stell doch mal den Regler auf das und den Regler auf das. Das können wir jetzt hier natürlich nicht komplett wiedergeben. Da einfach mal in den entsprechenden Beitrag reingucken. Die URL blenden wir jetzt gerade ein. Die grundsätzlichen Hinweise sind aber, dass man kann ja, die PC-Version ist ja standardmäßig auf 30 Frames gelockt, beschränkt, was man über die INI-Datei aufheben kann, nicht über das Optionsmenü. Wer das gemacht hat, sollte vielleicht mal zähneknirschend diesen Lock auf 30 Frames wieder einschalten, weil das laut Entwickleraussage durchaus helfen kann, diese Framerate-Einbrüche oder Unterschiede so ein bisschen abzufedern oder zu beheben, dass die nicht mehr ganz so krass sind. Und wenn man nicht das allerstärkste System hat, soll man wohl erstmal den Texturqualitätsgrad auf niedrig belassen, was wohl auch deutlich bei der Performance helfen soll. Also müsst ihr selber wissen, ob ihr halt diese Einbußen in Kauf nehmen wollt derzeit oder ob ihr es zurückgeben wollt, falls ihr das könnt. Also ich bin mir schon ganz sicher, dass, ich meine, Batman ist ja auch eine Reihe, die einen Ruf zu verlieren hat, dass man da hinter den Kulissen doch an Patches arbeitet, die das Problem hat. Ja, es ist auch, ich glaube, seit der Einführung gerade vom Steam-Rückgaberecht hat jeder darauf gewartet, was wohl das erste große Spiel wird, was da mal reinschlittert. Mit Batman haben wir nicht gerechnet. Dass es Batman wird, hätten wahrscheinlich die wenigsten vermutet. Ja. Aber nur gut. Gut, Batman noch abwarten. Gute Spiele gibt es beim neuen Humble-Bundle-Paket. Und zwar Borderlands. Und ja, Borderlands. Ja, Humble Bundle, wer die Seite immer noch nicht kennt, die haben ja jedes Mal so Sales, auch oftmals in Kooperation mit größeren Entwicklern oder Publishern, wo man dann selber entscheidet, wie viel man bezahlen möchte und dann auch festlegen kann, wie die Summe, die man da gibt, aufgeteilt wird. Also meistens, welchen Prozentsatz das Team von Humble Bundle bekommt, welchen Prozentsatz der Entwickler oder Publisher bekommt und welchen Prozentsatz der jeweils wohltätige Zweck hat. Das ist in diesem Fall beim Borderlands Bundle das... Pay what you want. Das National Video Game. Das National Video Game Museum. Da merkt man, wer diese News vorbereitet hat hier. Ja, also grundsätzlich gibt es Borderlands 1 und 3 DLCs. Wenn man mehr als zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Durchschnittspreis bezahlt, jetzt wo wir das hier aufnehmen, sind das knapp $6, also wirklich nicht viel Geld. Dann bekommt man auch noch Borderlands 2 und 3 DLCs dazu. Und da ist dann auch noch der Hinweis dabei, dass zu diesem Paket demnächst noch mehr Inhalte dazukommen sollen. Ja. Vermeintlich mehr DLCs, aber man weiß es nicht. Und es gibt einen Rabatt-Gutscheincode für einen Rabatt auf das Pre-Sequel um 75% immerhin. Ja, soviel zum Humble Bundle. Jetzt kann ich wieder mit meiner Weisheit kommen, denn Drive Club, da war ja angekündigt eine kostenfreie Version sozusagen, eine spezielle Version vom PS3 Racer. Die älteren unter euch erinnern sich. Genau. Sollte ja für PlayStation Plus, also Leute, die quasi dieses Abo haben bei PlayStation, wo sie verschiedene Vorteile haben, unter anderem auch Multiplayer spielen quasi. Ja, die wurde auf ewig verschoben und jetzt war sie plötzlich da. Sie war mal kurz da. Und zwar gibt es ja in dem PlayStation Store, gibt es ja diesen PlayStation Plus Bereich und da tauchte sie kurz auf und zwar nur kurz. Denn wer versucht hatte, die runterzuladen, das ging überhaupt nicht. Ja. Es gab dann relativ schnell immerhin ein offizielles Statement, in dem hieß es, das war so nicht beabsichtigt, dass sie schon in den Store kamen. Falsches Häkchen gesetzt, ja. Wir bereiten nämlich noch die Server vor, das tun die Herrschaften scheinbar seit über einem Jahr. Nee, seit noch nicht ganz einem Jahr, wollen wir fair bleiben, noch nicht ganz ein Jahr. Aber es soll demnächst Informationen geben,
Also es scheint so, als... Soll Informationen geben. Moment. Wenn es schon mal aus Versehen im Store gelandet ist, kann man wohl davon ausgehen, dass der Release jetzt tatsächlich nicht mehr so lange hin ist. Also es scheint so zu sein, dass diese PlayStation Plus Fassung, die ja ein abgespecktes Drive Club ist, also relativ umfangreich dafür, dass es kostenlos ist oder ohne zusätzliche Kosten zur PlayStation Plus obendrauf, das muss man natürlich bezahlen, eine relativ umfangreiche Testversion, dass die demnächst tatsächlich mal kommt. Eigentlich hätte die ja mit dem Spiel mit Drive Club zeitgleich kommen sollen. Das kam ja am Anfang Oktober 2014. Also es jährt sich dann bald. Drive Club ist inzwischen wahrscheinlich schon so günstig teilweise, dass man die kostenlose Version auch nicht mehr bräuchte. Vielleicht, ja. Drive Club ist ja auch leider so eine Geschichte, gerade beim Start. Da gab es ja Serverprobleme. Noch und nöcher. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Beispiel dafür, wie schnell da der Ruf ruiniert ist, weil inzwischen gilt das, glaube ich, unter Leuten, die sich damit dann intensiver beschäftigt haben, als echt gutes Rennspiel. Es ist auch aber ein echt der gutes allgemeine Rennspiel. Eindruck ist halt katastrophal gestartet, fasst man nicht mehr an. Insofern ist diese kostenlose Version vielleicht auch nach wie vor eine gute Idee, um Leuten zu zeigen, hey, nee, es ist echt ein ordentliches Spiel geworden. Es lohnt sich, ich fand das auch damals schon gut. Ich habe es damals gespielt, es war jetzt kein Gran Turismo, also hatte nicht diese Qualität oder so, aber war schon ein sehr, sehr gutes Spiel, nur halt diese Serverprobleme haben dann doch relativ wenig Spaß gemacht und jetzt gibt es ja dann diese PS Plus Version bald. Es gibt bald Informationen dazu. Vielleicht. Wir hoffen, dass es was wird. Ja, ein bisschen holprig so die Spielewelt nach der E3. Aber jetzt kann es ja nur noch bergauf gehen wieder. Ja, die Gamescom steht ja auch schon quasi vor der Tür. Richtig.